Auf ins Zukunftslabor des Künstlerkollektivs The Constitute. Schön, klug und garantiert Hightech. Willkommen im Kosmos von The Constitute. Ausgehackt werden Projekte wie diese in einem Berliner Hinterhofatelier und zwar von diesen Jungs. Sebastian und Christian sind eigentlich renommierte Produktdesigner. Statt in der Industrie reich zu werden, gründeten sie 2012 die Ideenwerkstatt The Constitute. Hier paart sich Stadtraumphilosophie mit Ingenieurskunst. Manchmal erinnert das ein bisschen an nerdiges Erwachsenenspielzeug. Wir bauen halt Werkzeuge oder Geräte, mit denen die Leute unterschiedliche Sachen erfahren und erleben dürfen. Stimmt, das wurde spätestens 2013 in Kairo klar. Während die Revolutionsproteste wüteten, forderten sie Passanten dazu auf, ihre Meinung öffentlich an die Wand zu schleudern. Das Ganze mit Hilfe einer digitalen Zwille mit Handytastatur. Per Laserpointer wird die Botschaft wie ein temporäres Graffiti-Tag für alle lesbar. Das Schöne ist diese Situation, die auf dem Platz passiert, ne? Dass sich Leute sammeln, miteinander reden, die sonst nie miteinander reden würden. Und das, was dann an der Wand eigentlich rangeschossen wird, ist ja nur ein Ergebnis von dem, was auf dem Platz passiert. Und es hat schon was irgendwie Befreiendes, weil diese Situation eine Ausnahmesituation ist. Ne? Plötzlich darfst du an die Wand schießen und dann ist wie Karneval so ein bisschen. Ne? Und dann darfst du auch das und das sagen. Ne? Dann hast du es mal gesagt. Mit der digitalen SMS-Zwille taggten sie bereits Innenstädte rund um den Globus. Doch die öffentlichen Fassaden lassen sich auch ganz anders zurückerobern. In allen Arbeiten, die wir machen, ist irgendwie Technik, Technologie immer eine total große Rolle. Und hatten so gedacht, aber irgendwie, das muss doch auch anders gehen. Und dann lass doch mal gucken, können wir die Komplexität irgendwie runterdampfen, wenn wir eigentlich mehr mit Natur arbeiten. Deshalb wird bei ihrem Projekt Big Bees und Big Buildings ein ganzer Bienenstaat zum urbanen Kunstprojekt. Als neue Hobbyimker bevölkerten sie Bienenkästen, die exakt so aussahen wie die Miniaturausgabe einer realen Häuserfassade, die dann als Projektion für alle sichtbar wird. Uns geht es weniger um Innovation. Wir müssen jetzt hier nicht den latest Shit produzieren die ganze Zeit. So, das ist uns irgendwie, da wissen wir, das können wir auch gar nicht. Sind ja kein Startup, wir haben kein Venture-Kapital. Wir sind irgendwie im Silicon Valley. Das ist irgendwie, sollen die anderen machen. So, uns geht es eher mehr um Leute begeistern. Begeistern bedeutet für sie auch, unsere Realität zu verlassen. Nach langer Forschungsarbeit und etlichen Science-Fiction-Filmen entstand der Alien-Insektenhelm namens Isect. Nicht nur modisch ganz vorne dabei, ist er auch ein Angriff auf unsere menschlich beschränkte Wahrnehmung. Die Idee hinter Isect ist, den Menschen in eine Art Apparat zu geben, mit dem sie eigentlich aus sich herausgehen können, so eine Art Out-of-Bodyment erleben können. Deshalb gibt es am Helm zwei frei bewegbare Kameras. Die Aufnahmen der Kameras werden im Innern des Helms auf einem 3D Oculus Rift Bildschirm gestreamt. Dann entscheidet das Gehirn, wie diese Bilder neu zusammengesetzt werden. Also hier ging es tatsächlich eher um so dieses Spiel mit den Sinnen. Man muss die Welt draußen nicht neu bauen, sondern man baut die Wahrnehmung im Kopf um es wieder neu und spannend zu machen. Und das ist wohl auch die Mission von The Constitute, oder? Vielleicht ist es so eine Art Bildungsauftrag, vielleicht muss man es eher so rumsehen, ne? Dass es schon eher darum geht, ein Stück Neues den Leuten beizubringen, ohne jetzt lehrermäßig so davor zu stehen. Sollte jeder irgendwie, der sich mit uns, mit unseren Arbeiten auseinandersetzt, ein Stück schlauer sein.